Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin natürlich wie immer live auf meiner Baustelle für euch heute mit einem kleinen Spezialvideo und ihr mögt es vielleicht erahnen, es geht ja um diesen schönen Dumper hier im Hintergrund. Ja, ich habe, wie ihr wisst, ja immer reichlich Material hier auf meiner Baustelle zu bewegen und ja, dafür habe ich ja normalerweise meinen Scheppach Kettendumper benutzt, ganz normales Ding. Und die Firma Baumax, mit denen habe ich mal gesprochen und die haben gesagt, hör mal zu, lieber Fachwerker, wir haben auch so einen Dumper im Angebot, aber den haben wir enorm verbessert und da war ich natürlich prompt interessiert. Ich habe das Gerät von der Firma Baumax für den Test jetzt ein paar Wochen kostenlos hier zur Verfügung gestellt gekriegt, konnte mir den genau angucken, konnte da ein bisschen mit arbeiten und so weiter und muss ganz ehrlich sagen, ich bin durchaus begeistert von der Maschine. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Ja, kommen wir erstmal auf die grundsätzlichen technischen Daten von der Maschine zu sprechen. Der hat, ja gut, der Name lässt es ja vielleicht vermuten, RMD 650. Das heißt, er hat eine maximale Zuladung von 650 Kilogramm. Das ist alleine schon ein Merkmal, weil die meisten Dumper hören bei 500 Kilogramm auf. Und ich merke das auch bei meinem, das ist letztendlich 500 Kilo ist die Beladungsgrenze. Aber wenn du da so 400 Kilo, also ab 350, 400 Kilo reinpackst, dann ist der schon ganz schön an der Grenze. Das heißt, mit 650 Kilo Maximalzuladung hast du natürlich noch ein bisschen Luft. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und ich habe auch noch nicht groß andere Dumper gesehen, die ja, 650 Kilo laden können. Ja, dazu kommt die Mulde vorne. Die ist insgesamt ein Stück größer. Nicht nur durch die Form, da kommen wir gleich noch drauf. Aber die Mulde insgesamt ist auch durchgängig 10 cm tiefer, kann dadurch auch mehr laden. Und ich habe das festgestellt beim Baggern. Da gehen tatsächlich 2 Baggerschaufeln mehr rein als in den Scheppach. Das ist also schon, ich sag mal, das ist schon tatsächlich enorm, wenn man sich das mal auf die Menge überlegt, wenn man zig Kubikmeter bewegen muss, dann sind halt jedes Mal 2 Baggerschaufeln mehr da drin. Das ist schon gar nicht schlecht, ja. Und eben auch die Maximalzuladung, ja. Um das Ganze bewegen zu können, ist hier auch ein größerer Motor verbaut. Ja, die meisten Dumper haben, ja, die wirklich kleinen Einstiegsdumper haben nur so 200 Kubik Motoren. Das können halt, das sind meistens Honda-Motoren, können aber auch jetzt andere Hersteller von Rasenmähmotoren sein und so. Das ist jetzt auch erstmal, letzten Endes die Motoren alle, egal welchen ihr kauft, das sind alles Großserien Technik, da gibt es meistens nicht viel dran zu zaubern. Der hat jetzt einen Honda-Motor und zwar 300 Kubik, Freunde. Was ich gerade sagen wollte, die meisten haben nur 200 Kubik oder so wie mein Gerät 270. Das ist eigentlich schon okay, 72 Kubik, die Dumper, die haben meistens so um die 8 PS plus minus und der hat jetzt 300 Kubik, hat dadurch 9,2 PS und das ist schon heftig. Man merkt das auch tatsächlich, der hat schon einen ganz anderen Drehmoment als jetzt, ich sag mal jetzt mein kleiner Dumper dagegen. Gut, der braucht natürlich auch ein bisschen mehr Kraft, wenn er mehr Kilogramms bewegen will, vor allen Dingen jetzt an Steigungen und so weiter. Aber das ist nicht nur die Kraft und die Leistungsreserve, die man letzten Endes damit zur Verfügung hat, sondern man merkt auch einfach eine Laufruhe. Der läuft viel satter, viel ruhiger durch den Drehmoment. Der lässt sich nicht so schnell beeindrucken halt von der Steigung, auch wenn er voll ist und so weiter. Also das ist schon alles ziemlich enorm. Also 300 Kubik, muss ich sagen, sind schon nicht schlecht und es ist nicht ganz so laut. Der hat zwar auch eine relativ hohe Lautstärke, wie das leider immer so ist bei Baumaschinen. Da sind ja immer nur so kleine Spielzeugauspuffrohre dran geschraubt und dann nennen sie das Schalldämpfer. Das machen ja alle so. Aber dadurch, dass der relativ viel Hubraum hat, hat der einen relativ dumpfen Klang. Und das schrillt nicht ganz so in den Ohren, wie als wenn du jetzt so einen hochdrehenden kleinen Pitch hast. Ne? Also das mit so bum, 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 bum. Das ist ein bisschen, ist jetzt nicht wie eine Harley, aber ist trotzdem besser zu ertragen. Ja, auch im Innenraum, wenn man den jetzt im Standgas laufen lässt, dann tuckert der in relativ niedriger Drehzahl sehr sauber vor sich hin. Also die Maschine, kann ich nur sagen, ist wirklich einwandfrei. Ansonsten, ich sag mal, solche Geschichten wie Tank und so weiter, das ist alles normal. Ne? Das ist, würde ich sagen, da gibt es keine großen Unterschiede. Getriebe ist auch die Einheit 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang. Das hat sich auch mehr oder weniger so bei den meisten Dumpern so eingebürgert. Reicht auch vollkommen aus. Der dritte Gang ist auch relativ lang übersetzt. Also wenn man im dritten richtig Gas macht, dann fährt der, also ich würde sagen, sogar über 5 km/h. Der ist mit 5 km/h angegeben. Aber man muss da schon echt stramm hinterher rennen, wenn der 5 km/h. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, dass der jetzt in diesem Fall relativ lang übersetzt ist. Nämlich gibt es dafür als Zubehör eine Mitfahrrampe, ja? So eine, wo man sich dann hinten draufstellen kann. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann kannst du den hier hinten, gibt es dann dafür, da gibt es für vorne dann ein Gegengewicht, weil man natürlich dann so ein bisschen den dann, wenn der leer ist, also solange der befüllt ist, spielt das keine Rolle. Aber wenn der leer ist und du stehst und bist relativ schwer und stehst auf der
auf der Plattform hinten drauf, dann kann es natürlich sein, dass er hinten runterkippen will. Und dafür gibt es dann Gegengewichte, die man wiederum vorne dran schrauben kann. Das gibt es also als Set extra zu kaufen. Ist ganz interessant, ich habe es jetzt hier nicht ausprobiert. Aber wenn man natürlich längere Distanzen immer fahren muss, wo es jetzt nicht so auf Wendigkeit ankommt. Klar, mit der Plattform ist das Ding natürlich zu lang, um jetzt irgendwie durch Türen zu zangeln. Aber so auf dem freien Gelände, wenn du einfach nur Kette machen musst, dann ist das natürlich schon ziemlich angenehm, wenn du dich einfach draufstellst und lässt das Ding einfach mal Gas machen. Ne? Aber mit der Lenkung muss man natürlich aufpassen. Im dritten Gang, das ist aber auch so, die Dinger werden ja praktisch gebremst. Ja? Also die, durch die Hebel, wenn der jetzt läuft, dann bremse ich ja durch die Hebel, das erkläre ich jetzt nicht, das ist ja letztendlich bekannt, bremse ich ja dann die jeweilige Seite, um den dann in die Richtung zu ziehen. Und die greift dann schon ganz gut. Ja? Es steht natürlich auch in der Bedienungsanleitung drin, nur bei niedrigen Geschwindigkeiten, idealerweise eben auch nur im ersten Gang, dann diese Lenkung zu verwenden. Aber was willst du machen? Ne? Wenn du jetzt auf einer geraden Strecke im dritten Gang am Heizen bist, hältst du ja nicht an und machst den ersten Gang rein, nur um dann 2 Grad rüber zu lenken, um dann wieder hochzuschalten. Das heißt, dann tickerst du die kurz an, aber da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal so ein paar Detailänderungen an. Weil auch wenn der jetzt von außen und von der Entfernung so aussieht, wie ich sag mal, wie jeder 0815 Kettendumper aus China, den du so kriegen kannst, halt auch, hat Baumax da enorm viel Entwicklungsaufwand reingesteckt, diese Maschinen um einiges zu verbessern. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist wirklich überzeugend. Und auch, es wurden etliche Details in lebensverlängernde Maßnahmen gesteckt, will ich mal sagen. Wo man also sagen kann, okay, das macht Sinn, das zu verbessern, damit eben das Gerät nicht nach einem Jahr schon den Geist aufgibt und so weiter. Ja? Das gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen im Detail an. So, und ich fange bei dem für mich mit einem der wichtigsten Elemente überhaupt an. Und zwar die Mulde, ja. Das ist tatsächlich mal endlich vernünftig designt. Ich hatte auch mit den Kollegen vom Baumax gesprochen, die haben auch gesagt, das war eine der ersten Maßnahmen. Also die ist erstmal logischerweise hier, man sieht es ja auch direkt, diese konische Form ist eliminiert worden, ein gerader Ausstieg. Und insgesamt, das kann man natürlich jetzt auf dem Video nicht wirklich erkennen, aber die gesamte Mulde ist insgesamt tiefer. Also das ganze Gerät ist höher als die anderen Dumper. Was dazu kommt, ist hier oben dieser Schutz. Der ist in meinen Augen auch absolut cool, weil man sieht jetzt auch hier, man kann eigentlich den Motor gar nicht sehen. Der sitzt halt hier unten geschützt unter der Mulde. Es kommt so häufig vor, dass man, wenn man jetzt baggert, man baggert hier rein und man lädt die Schaufel so aus und die Scheiße kippt da hinten rüber. Also wie oft ich das schon gehabt habe beim Arbeiten, dass mir praktisch dann das ganze Gelumpe hier reingefallen ist. Und man sieht es ja hier, wenn das jetzt hier so reinfällt, das fällt einem hier komplett dann in den Motor und hier überall in die Kühlrippen und verdreckt praktisch alles, was es so gibt. Ne? Und deswegen ist das hier eine absolut gute Idee, dass man hier einen Schutz hat. Auch natürlich, wenn man mal mit der Schaufel mal aus Versehen hier in diese Richtung kommt, ja, dass man dann nicht gleich hier den Öltank trifft oder so eine Scheiße. Das ist wirklich eine gute Idee. Man merkt es auch hier vom Material her, die ganze Wanne ist verstärkt, die ist also wesentlich stabiler als die, ich weiß jetzt die Blechdichte, Dicke nicht von dem, zum Beispiel von meinem Gerät, aber die ist jetzt 4 mm dick und man sieht es auch am Leergewicht. Dieser Dumper hat ein Leergewicht von 360 Kilogramm und ich glaube, das sind fast 80, 90 Kilogramm mehr als mein Dumper, ja. Obwohl er ja eigentlich so von den Ausmaßen her, von den Abmaßen, der ist eigentlich genauso lang, der ist genauso breit, der ist halt nur ein bisschen höher, ne, höher gebaut. Und was ich meine, dass das hier insgesamt ein bisschen höher ist, das liegt natürlich auch daran, dass wenn man jetzt hier eine Plattform dran macht, dass man dann immer noch einen vernünftigen Abstand mit den Armen hat, ne, ist ja klar. So, Bedienelemente sind eigentlich so, wie man sie von den Dumpern kennt. Na, man hat hier die Kupplung, damit wird das Ganze eingekuppelt. Man hat die Bremse, beziehungsweise ne, rechts und links, das sind ja so gesehen Lenkhebel, also durch die Bremse lenke ich ja, und ein Gashebel. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass der Kill-Switch, also der Motorausschalter, ist da unten angebracht. Das finde ich sehr gut, weil das hier oben am Lenker, das habe ich auch schon festgestellt, das ist sehr exponiert und das kommt sehr schnell vor. Also bei mir ist der auch schon kaputt, mehr oder weniger. Da kommst du immer wieder mal dran, da bleibst du irgendwo mit hängen und dann ist dieser Schalter hier oben ruckzuck im Eimer. Na, so, das kann dir hier nicht passieren. Also der Lenker ist clean. Das ja, reduziert einfach die Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. Dazu als Verbesserung zum Beispiel dieses Ganze hier ist alles aus Stahl, alles aus Metall. Das haben die anderen Dumper nicht. Da ist das in der Regel aus Plastik. Das ist also wesentlich stabiler gebaut, was auch nicht schlecht ist. Genauso wie die Bautenzüge. Die Bautenzüge sind alle eine Nummer dicker.
Ja? Das ist was, wo man sagen kann, okay, ja, okay, Bauanzüge eine Nummer dicker, was soll's, ja. Aber das ist alles was für die Lebensdauer, Leute. Ne? Wenn die Bauanzüge eine Nummer dicker sind, dann hast du da eben weniger Probleme mit. Was ich auch sehr cool finde, wir kippen den gleich auch nochmal, dann seht ihr mal diesen Wahnsinns-Kippwinkel. Was aber auch angegeben wird vom Baumax ist, dass dieses Gerät bis zu 60 Grad Steigung, also so am Hang stehen kann, das heißt, naja, 60 wäre so, wie auch immer, also dass er in einer enormen Steigung am Hang stehen kann und trotzdem in der Lage ist, die zu kippen. Und damit das aber funktioniert, haben sie hier den Öltank für das Hydrauliköl schief geformt, ja, also tiefer, dass ich praktisch hier die Möglichkeit habe, wenn die Maschine jetzt schief steht, dann ist es trotzdem noch so, dass die Ölpumpe immer noch das Hydrauliköl ansaugen kann. Das haben andere Dumper nicht. Bei anderen Dumpern ist das einfach nur eine gerade Wanne. Und wenn das Gerät schief steht und intelligenterweise ist eben die Ölzufuhr oder die Absaugung für die Pumpe ist am Ende des Gerätes. Das bedeutet, wenn das Gerät ein bisschen schief steht, dann kommt da schon kein Öl mehr raus. Ja, das heißt, dann saugt die Pumpe schon Luft an und ja, dann ist schon Feierabend. Dann kriegst du hier im Prinzip nichts mehr hochgepumpt. Ne? So, das ist fast schon ein Baufehler. Aber das haben alle Geräte. Ne? Und da hat sich Baumax was gedacht und die haben eben dann diesen ganzen Öltank umdesignt, dass der eben länger und tiefer gezogen ist. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann so ein paar, man sieht es hier schon, so ein paar Details. Hier ist so ein Schutz drauf, kennt man aus der Industrie, so Kabelschutzgeschichten. Das Gehäuse hier an der Stelle hier auch, ne? Hier sieht man es auch so ein bisschen. Also das finde ich nett, das finde ich gut, dass man das macht. Das schützt im Prinzip die Bautenzüge, dass man da nicht irgendwo mit hängen bleibt. Es sieht auch besser aus, es sieht wertiger aus, als wenn da alles irgendwie rumbaumelt und dann nur so ein dämlicher Kabelbinder oder so zwischensteckt. Ja? Dann haben die sich auch Gedanken darüber gemacht. Der hat also auch entsprechend... ja, den Vorgaben praktisch, was ich ja bei dem Schepper auch schon gesagt habe, der hat also einmal da oben den mini kleinen Benzinfilter, hat aber noch einen richtigen Zusatzbenzinfilter. Genauso hat er auch einen Filter im Hydrauliköl-Rücklauf. Ja? Das haben die anderen in der Regel auch nicht. Das sind alles so Kleinigkeiten. So ein Filter ist ja nun nicht unbedingt eine Sache, weshalb so ein Gerät gleich kaputt geht. Aber eben über die Jahre ist es eben besser, wenn man so einen Filter hat. Was dann auch sehr nett ist, hier ist ein Ventil. Da kann man stufenlos einstellen, wie das Hydrauliköl zurückfließt. Das wird benötigt, oder das ist in diesem Fall dafür da, dass wenn man eine volle oder fast voll auf jeden Fall mit Gewicht drin absenken will, eine Mulde, dann ist das bei den anderen Dampern so, dass die haben kein Ventil an der Stelle, das heißt, das geht mit Vollgas zurück, also die fällt praktisch fast ins Leere, die Mulde, ja, wenn die ein bisschen gefüllt ist. Das ist natürlich ziemlich unangenehm. Man kann das natürlich mit dem Hebel so ein bisschen steuern, aber das ist ziemlich schwierig und da ist das ziemlich angenehm. Das ist ein Teil, das kostet nicht viel Geld, aber das ist ein sehr schönes Add-on, einfach nur zu haben, dass man das einstellen kann. Wenn man öfters den Fall hat, dass man zum Beispiel Sachen verteilt, dann ist es ja so, du kippst, schüttest was aus, kippst wieder zurück, fährst irgendwo anders hin, Chips und so. Und ja, für diesen Anwendungsfall ist es halt sehr gut, wenn man so die Absenkgeschwindigkeit praktisch begrenzen kann. Ja? Das ist hier mit dem Ding, das ist also ziemlich cool. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal einmal an, wie das ganze Teil sich neigt, und zwar um 110 Grad, Freunde. An der Stelle können wir ja mal einmal hinhören, wie laut der so ist. Ich meine, man hört es jetzt ja an, für sich ist das kein so schlimmes Geräusch. Der hört relativ sich satt an, und das obwohl der nur so einen Fummelauspuff hat. Also ich finde, das ist echt okay. Das hört sich einfach gut an. Ja, man sieht schon, Baumax hat sich da durchaus so einiges einfallen lassen, um diese Maschine von den, ich sag mal, Standard-Fernost-Designs abzuheben und wirklich an den richtigen Stellen verbessert. Ja, sodass man tatsächlich im Einsatz merkt, wenn man damit arbeitet, Donnerwetter, das ist durchaus eine ganze Stufe fortgeschrittener und solider als die anderen Maschinen letzten Endes. Ja. Das geht ja bei der Wanne, was ich eben schon meinte, die Wanne ist ja schon verstärkt. Dann ist ja grundsätzlich, also der ganze Rahmen ist verstärkt, das Fahrgestell ist verstärkt, auch hier der Rahmen ist verstärkt. Okay, klar, dafür habe ich auch die Möglichkeit, da eine Plattform dran zu schrauben. Da muss natürlich auch alles ein bisschen stabiler sein. Aber was wir eben schon sagten, Leute, 90 Kilogramm wiegt dieses Gerät standardmäßig schon mehr als so ein normaler Dumper. Und die bleiben natürlich irgendwo. Das ist ja nicht, dass der Motor das Gewicht macht, ne? Sondern das sind eben auch so ein bisschen einfach die ganzen Verbesserungen und Veränderungen an der Maschine, woran man das dann durchaus erkennen kann.
Und was ich jetzt eben noch nicht gemacht habe, deswegen sitze ich hier noch, was die sich auch noch haben einfallen lassen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Die haben festgestellt, es gibt im Feld öfters Probleme mit den Lauf- und Führungsrollen. Ja, dass da Dreck eindringt in die Lager und sowas ist immer ätzend, Freunde, wenn Dreck in die Lager kommt. Das lässt sich aber natürlich nicht verhindern, wenn man mit dem Zeug durch den Matsch fährt. Ihr habt ja schon mal gesehen in den Tagebuchvideos, wie mein Dumper manchmal zusteht hier. Ne? Wenn du jetzt bei schlechtem Wetter und du musst arbeiten, was willst du machen? Ne? Dann musst du auch in der Scheiße rumfahren mit dem Ding. Und ja, dann hast du den Dreck in den Lagern, der setzt sich in die Lager, der drückt sich in die Lager rein und dann ja, ist das natürlich für die meisten Lager nicht so schön. Und dadurch ergibt sich dann, dass oftmals, oder das haben die halt festgestellt, nach so einem Jahr oder so, die Lager den Geist aufgeben und ausgewechselt werden müssen. Ist immer ätzend. Und da hat sich Baumax was Schönes einfallen lassen. Die haben da so gewisse Schutzkappen drumherum gebaut aus Stahl. Die kann man jetzt hier leider nicht sehen. Mal gucken, ob ich ein Foto davon kriege oder finde oder hinkriege. Jedenfalls sorgen diese Schutzkappen letzten Endes dafür, die sind auch als Geschmacksmuster eingetragen. Ja? Das ist also eine Eigenschaft, die ihr nur bei dem Baumax-Dumper bekommt, bei keinem anderen Dumper. Die sorgen letzten Endes dafür, dass da eben kein Dreck in die Lager eindringen kann, die Lager dadurch praktisch geschützt sind und nicht mehr kaputt gehen. So, und das sind schon Argumente, da haben die sich schon wirklich Gedanken gemacht. Ja? Also neben den verbesserten Bauanzügen, neben dem verstärkten Fahrgestell, verstärkte Wanne, verstärkte Hydraulik, ganz anderer Kippwinkel und so weiter, unterscheidet sich der Baumax, also jetzt gerade dieser RMD 650, um einiges von den normalen Dampern, die man so aus Fernost, sag ich mal, gewohnt ist. Ja? Und das ist dann auch was mich persönlich so als Ingenieur auch immer wieder begeistert, ganz einfach, wenn Firmen nicht einfach nur stumpf verkaufen und wenn was kaputt ist, dann wird ein neues Teil zugeschickt oder eingebaut, ja? Sondern sich wirklich mal Gedanken darüber machen, warum geht eigentlich irgendwas kaputt. Ja, da haben die sich eben Gedanken gemacht, haben gesagt, Mensch Däubel, wir kriegen immer wieder Rückmeldungen aus dem Feld, beziehungsweise wir kriegen Dumper zurück aus dem Feld, die sind kaputt, da sind die Führungslager oder die Rollenlager kaputt. Ja, so, und dann haben die geguckt, warum ist das eigentlich so? Ja, weil da Dreck. Und dann haben die vielleicht getestet, haben ausprobiert und haben irgendwann eine Lösung gefunden mit eben diesen entsprechenden Schutzkappen, damit das eben nicht mehr passiert in Zukunft, damit eben diese scheiß Lager nicht mehr kaputt gehen. So. Und das ist heutzutage enorm selten geworden. Gerade in dem Bereich der Dumper, wenn man so ein bisschen schaut, letzten Endes, wer sich für sowas interessiert, für sich privat so ein Teil kauft, der guckt ja letzten Endes im Internet nach so einem Ding. Gibt es einen Mini-Dumper, Kettendumper, sonst irgendwas, kriegst du eine Riesenauswahl, kosten alle so um die 1800 Euro. Und ja, sind im Prinzip alle gleich. Ne? Ich meine, gut, klar, das Grundprinzip ist klar. Ein Dumper sieht aus wie ein Dumper, so wie ein Bagger nun mal wie ein Bagger aussieht. Das lässt sich nicht ändern, das ist einfach so. Aber ich meine, auch die Dinger sind wirklich gleich. Da gibt es also, glaube ich, meiner Meinung nach nur zwei verschiedene Firmen, die solche Dumper herstellen. Weil du erkennst eigentlich zwischen den ganzen einzelnen Dumpern nur zwei Unterschiede, mehr oder weniger. Ne? Das ist, mal ist das Getriebe ist mal ein bisschen anders und du hast mal eine andere Motoreinheit drin. Aber vom Grundprinzip her sind die alle gleich. Und hier in Deutschland gibt es dann, Deutschland oder Europa, wie auch immer, gibt es letzten Endes dann nur Importeure und Vertriebsfirmen, so wie letzten Endes mein Scheppach auch oder Zipper oder wie sie alle heißen. Ja, die kaufen die Dinger aus Fernost, die stehen dann irgendwo im Container. Und wenn ihr da Dinge bestellt, dann müsst ihr im Prinzip schon froh sein, wenn die überhaupt bei irgendwem nochmal durch eine Werkstatt laufen, hier auf diesem Kontinent, und nicht einfach direkt vom Schiffscontainer zu euch nach Hause geschickt werden. Ne? Und dass ihr dann da zum ersten Mal den Start macht und guckt, was die Chinesen da zusammengeschraubt haben. Das ist eben das Problem. Und wenn da was dran kaputt geht, interessiert das letztendlich keine Sau. Die Chinesen werden da nichts dran ändern. Wenn einer sagt, du, da gehen ständig die Lager kaputt, mach da mal irgendwas. Das ist denen völlig Lumpe, weil die bauen dann einfach ein neues Lager ein, schicken dir zwei neue Lager zu und dann sollst du glücklich sein. Und der Vertrieb hat ja überhaupt gar keine Fachkenntnis davon. Ja, die sagen einfach, ja gut, da geht ein Lager kaputt, aber was soll ich jetzt machen? Ne, weiß ich ja nicht. Ich schicke dem Kunden ein neues Lager oder kümmere mich darum, dass die Maschine repariert wird und dann ist alles in Ordnung. Ja? Wenn er gesehen hat, bei meinem Dumper war ja auch schon mal diese eine Rolle da abgefranst. Ja, ne, so das interessiert die nicht, da eine Verbesserung einzubauen. Da wird dann die gleiche Rolle wieder eingebaut. So, wenn du Pech hast. Ne? Jetzt bei mir ist da tatsächlich ein Update reingekommen. Aber ansonsten bei den meisten Teilen, wo es eben so ein Update nicht verfügbar ist, da wird da immer der gleiche Scheiß eingebaut. Fertig. Und dann geht das halt nach einem halben Jahr wieder kaputt. Ich sag mal, solange wie du Garantie hast, kann dir das ja auch egal sein. Aber wenn du so eine Maschine länger benutzt und hast eben diese ein oder zwei Jahre Herstellergarantie ist abgelaufen und dann geht dir die ganze Kacke immer kaputt und du musst das dann immer alles kaufen als Ersatzteil, dann wird es natürlich irgendwann stinkig. Und das ist auch der Moment, wo das dann auch keinen Spaß mehr macht, wenn du ständig die Maschinen und keiner kümmert sich darum, dass es mal besser wird. Und das meine ich ist,
Was immer beeindruckend ist, wenn du dann Firmen hast wie Baumax, die sind tatsächlich an dem Produkt und die entwickeln auch das Produkt weiter. Und die haben sich so viele Ideen gemacht und so viele Sachen an diesem Gerät ausgemerzt, wo ich jedes Mal gedacht habe, jetzt bei meinem Dumper beispielsweise, aber auch bei anderen, die ich so gesehen habe, ich habe gedacht, aber das ist doch scheiße, das kann doch so nicht funktionieren, kann doch so nicht halten. Und alles an dem Gerät ist im Prinzip sinnvoll geändert worden. Das hat natürlich auch Geld gekostet, ist klar. Man muss da in sowas natürlich auch investieren, in so eine Entwicklung, die du dann selber durchführst. Aber du hast natürlich hinterher auch ein besseres Produkt. Und letzten Endes, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, okay, sowas hier ist natürlich schon aufwendig. Eine ganz neue Wanne zu konstruieren mit ganz neuer Hydraulik und so weiter, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Das ist halt so schon krass. Aber es sind auch manchmal so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eben die Bautenzüge. Einfach zu sagen, scheiße, wir nehmen einfach die Bautenzüge eine Nummer dicker, ne? Damit wir da keine Probleme mehr mit haben. So, ne? Die kosten dann 1 Euro mehr oder was auf der Bombe. Scheißegal. Tja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe das Gerät jetzt hier einige Tage, Wochen im Einsatz gehabt, so einige Baggerarbeiten mit erledigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem, was ich bis jetzt damit gemacht habe, bin ich schon wirklich schwer begeistert. Es fällt mir auch wirklich schwer. Ich bin ja ein ziemlich kritischer Typ. Ich versuche ja immer so die Ecken und Kanten zu finden. Aber es fällt mir wirklich schwer, bei dem Gerät irgendwas Negatives zu sagen. Ja? Weil der wirklich an so ziemlich allen Ecken, wo ich bisher an diesen einfachen Dumpern immer was zu meckern hatte, ja? An allen Ecken, wo es irgendwie was gab, wo man sagt, das können wir besser machen, das können wir besser machen und so. Das sind alle Sachen, die bei dem Gerät wirklich ausgemerzt wurden. Man merkt also definitiv, dass da einige Jahre Entwicklung und auch Erfahrung aus dem Feld, aus dem Vertrieb von solchen Maschinen drin steckt. Und was sollst du dazu sagen? Ne? Also ich habe lange gesucht, noch irgendwas Negatives zu finden. Es ist mir tatsächlich nicht gelungen. Das Einzige, was ich aufführen könnte, aber das will ich eigentlich gar nicht gelten lassen, das ist letzten Endes der Kaufpreis. Der Kaufpreis ist von dem Baumax minimal will ich nicht sagen, er ist ein paar hundert Euro höher als bei so einem Standarddumper. Ich sag mal, die Standarddumper, wie ich sie jetzt hier so stehen habe und so weiter, die liegen ja so um 1800 bis 2000 Euro. Das ist so der Bereich, wo sich die meisten einfachen Dumper mit diesem ganz normalen 0815, will ich damit natürlich auch sagen, 0815 Fernost Design so einreihen. Ja, also 1800, für 1800 kriegt ihr schon wirklich billige, ganz einfache Dumper. So, und der Baumax, der kostet ungefähr 2300 Euro. Also sprich, circa 500 Euro mehr als jetzt so 0815 Dumper. Aber der Vergleich, Leute, der ist eigentlich total unfair, weil das ist ja eigentlich eine ganz andere Maschine. Der sieht zwar so ähnlich aus, ja, aber ich sag mal, das tut ein BMW gegenüber einem Dacia auch. Ja? So, die sehen auch ähnlich aus. So, das ist immer ein ganz anderes Auto. So, und so ist das bei dem Dumper auch. Das ist eine ganz andere Maschine, die ganz andere Qualitäten hat. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt meinen Dumper nicht hätte und müsste mir heute einen kaufen, dann würde ich gar nicht lange überlegen. Bei der Liste an Zusatzsachen, die dieser Dumper mitbringt, würde ich gar nicht lange überlegen. So würde sagen, alles klar, für das Geld kriegst du ja auch eine ganz andere Qualität. Alleine nur diese große Mulde, dieser Kippmechanismus von der Mulde, der einwandfrei funktioniert, der größere Motor, das verstärkte Fahrgestell, das sind alle Sachen und auch die ganzen kleinen Details, die so alle für die Lebensdauer dazu beitragen. Ja? Das sind alle Sachen, die du bei den anderen Dumpern nicht kriegst, wo du also letzten Endes weißt, die anderen Dumper, die günstigen, für 1,8 günstig, sind ja dann so gesehen, wir haben ja tickende Zeitbomben und so richtig funktionieren mit den Mullen tut es halt nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Und das ist bei dem tatsächlich so, auch hier diese Verlängerung und so, das sind ja alles so Details, so kleine Details. Man muss einfach akzeptieren, die Entwicklung kostet Geld von sowas. Wenn man sowas alles entwickeln will, das kostet eine Menge Geld. Und dann ist es vollkommen klar, dass der Dumper auch ein paar Euro mehr kosten muss. Das ist einfach so. Aber man bekommt halt auch eine ganz andere Maschine dafür, die wesentlich mehr leisten kann. Wenn ich jetzt sagen sollte, für wen das definitiv interessant ist, ganz klar. Wenn ihr zweimal im Jahr ein bisschen Rindenmulch im Garten durch die Gegend fahren wollt, dann braucht ihr euch so eine Maschine nicht kaufen. Das ist tendenziell dann der Kragenweite zu groß. Dann reicht so ein kleiner Mini-Dumper für 1400 Euro mit 200 Kubik vollkommen aus. Ja? Wenn ihr aber anfangt, sowas wie wir hier, mit wirklich Erdbewegung, wo wirklich kubikmeterweise, tonnenweise Kram bewegt werden muss, sei es nun Schotter, einen Haufen Steine und hier die ganze Erde, Lehm etc. pp. Oder ihr seid sogar Profis, Gartenlandschaftsbaubetriebe und so weiter, wo ihr einfach so eine Maschine braucht, um vernünftig arbeiten zu können und Sachen transportieren zu können,
Dafür ist das definitiv ein Tipp. Weil die 500 Euro, die machen den Kuh letzten Endes nicht fett. Und für eine vernünftige Maschine, die gut funktioniert, ist das definitiv ein sehr guter Schnapperpreis. Ja, im Vergleich zu denen, wenn man jetzt sagt, ich zahle 1800 Euro, habt aber nur Ärger mit. Ja, so, da werden sich die meisten Leute einig sein. Und im Vergleich zu einem vollhydraulischen Dumper, was dann ja nun die nächste Stufe der Profimaschinen wäre, ist natürlich das hier definitiv noch eine ganze Ecke günstiger. Ja. Und es funktioniert genauso gut, man kann damit wunderbar fahren. Mit dieser Plattform, das würde mich noch als nächstes interessieren, mit der Plattform zu fahren, das wäre noch ziemlich cool, wie das so sich anfühlt und so weiter. Aber letzten Endes ist das schon insgesamt eine verdammt gute Maschine. Und von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Das ist ein sehr interessanter Dumper, der eine Menge Spaß macht, zu fahren und zu arbeiten. Und ich muss mal gucken, ob ich da eventuell irgendwie da was, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich meinem Scheppach gut beisage und eventuell in Zukunft auf den Dumper von Baumax wechsle. Ihr werdet es ja sehen in meinen Videos, wenn in Zukunft auf einmal nur noch ein gelber Dumper auf der Baustelle steht, dann wisst ihr, was da passiert ist. Ansonsten, falls Interesse besteht, ich habe alle Informationen nochmal zusammengeschrieben auf meiner Webseite in einen umfangreichen Artikel, wo nochmal alles beschrieben ist, alle Vorteile, alle, naja, Nachteile, haha, ist ja nicht so viel, aber alle Vorteile, alle technischen Änderungen nochmal genauestens beschrieben, warum man das so macht und so weiter und so fort. Könnt ihr ja mal reinschauen und ansonsten würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hilft es euch bei der Auswahl von einem Dumper. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, bei Baumax einmal reinzuschauen und sich das Ding mal genauestens anzugucken und zu vergleichen. Es ist es wirklich wert. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Danke und bis denn. Ciao, ciao.